Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Bei mir geht es heute um eine Matbox und zwar die neue Matbox von Smallrig, die ja vor ein paar Wochen ganz neu rausgekommen ist. Ich habe sie mir deswegen auch jetzt direkt neu bestellt, habe sie schon ein bisschen testen können. Mir sind auch direkt ein paar Sachen aufgefallen, die ich sehr an dieser Matbox mag, aber auch ein paar Sachen, die vielleicht noch verbesserungswürdig sind. Am Ende des Videos werde ich dann auch nochmal darauf eingehen, für wen jetzt diese Matbox genau gedacht ist und für wen vielleicht nicht. Let's go! Zuerst einmal zu den Top-Features der Smallrig Matbox. Ja, der Sticker ist abziehbar, das habe ich zu großen Erleichtern auch feststellen können. Also am Anfang wussten wir ja nicht so genau, ist jetzt wirklich das Wort Matbox auch auf die Matbox aufgedruckt, aber es handelt sich wie gesagt nur um einen Sticker. Des Weiteren, die Top-Flag, die auch mitgeliefert wird, lässt sich ganz einfach einstellen. Also man kann es entweder so machen, dass man die Schraube an dem Ding eben ein bisschen lockerer lässt und dann lässt sie sich auch noch leicht nachjustieren. Ich habe da auch bei anderen YouTube-Reviews gesehen, dass das Leute nicht so cool fanden, aber man kann auch einfach mit einem Imbusschlüssel diesen Festziehmechanismus ein bisschen fester ziehen und wenn man dann die Top-Flag befestigt, dann sitzt das Ding auch bombenfest. Ein weiterer Vorteil ist auf jeden Fall, dass die Matbox zwei Einschubfächer hat. Ihr könnt also beispielsweise sowohl einen ND-Filter als auch einen Diffusionsfilter benutzen. Auch sehr cool ist, dass ihr beide Filtergrößen verwenden könnt, also sowohl den 4x4 Filter als auch den 4x5,65 Filter. Diese Filter sind dann auch durch zwei Mechanismen geschützt, nämlich einmal durch einen Knopf, den ihr oben festdrehen könnt, als auch durch das Tor zu den Einschubfächern. Die Matbox ist zudem sehr, sehr leicht, da sie eben aus Carbon gefertigt ist, also ihr könnt sie auch sehr gut für Videos für unterwegs einfach mal mitnehmen und sie beispielsweise auch an Gimbal-Setups einfach befestigen, ohne dass die Kamera zu front-heavy wird und ihr dann ewig mit Gegengewichten am Gimbal arbeiten müsst. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt war für mich die Vignettierung, hier konnte ich leider online keine Informationen finden. Allerdings lässt sich kurz gesagt die Matbox auch mit sehr weitwinkligen Objektiven, wie zum Beispiel mit 16mm auf Vollformat-Sensor benutzen, ohne eine Vignettierung zu bekommen. Zudem lässt sich sagen, dass sich die Matbox natürlich als Clamp-on-Matbox benutzen lässt, also ihr könnt sie einfach an einen mitgelieferten Adapterring dran klemmen. Oder aber ihr bestellt euch noch das zusätzliche Adapterteil, das kostet nochmal extra, so um die 40 €, und dann könnt ihr die Matbox auch direkt an eure Rods befestigen. Jetzt noch zu ein paar Punkten, die mir negativ aufgefallen sind, beziehungsweise wo es noch Potenzial nach oben gibt, eventuell für künftige Generationen von der Smallrig Matbox. Und zwar zuallererst einmal, das Tor für die Filtereinschübe ist etwas sehr plastikmäßig verbaut. Also hier gibt es auf jeden Fall noch Potenzial. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn man am Set unter Druck vielleicht arbeitet und schnell Filter wechseln möchte, dass man hier etwas zu fest zudrückt und dass vielleicht Plastikteile kaputt gehen. Teilweise klemmt das Tor auch ein bisschen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass die Filter sicher in dem Schubfach gehalten werden. Allerdings muss man manchmal doch etwas sehr daran ruckeln, dass das Tor dann aufgeht. Ein weiterer Nachteil ist, dass ihr vor der Matbox keine Schraubfilter mehr benutzen könnt. Jetzt könnte man sich denken, okay, eine Matbox ist eigentlich dafür gedacht, Einschubfilter zu benutzen. Allerdings ist dies mit der Tilter Mini Matbox möglich. Also da könnt ihr vorne noch einen Schraubfilter einsetzen, insofern dieser auch mit dem Adapterring abschließt. Bei der Smallrig Matbox ist auch das Benutzen eines Schraubfilters möglich, allerdings nur hinter der Matbox, also zwischen Adapter und Objektiv. Allerdings achtet hier darauf, dass ihr keine variablen ND-Filter benutzt, denn dieser Drehmechanismus sorgt dann nur dafür, dass sich die ganze Matbox mitdreht. Aber so Filter wie zum Beispiel der Tiffen Black Pro Mist Filter, der auch selber vorne noch ein Einschraubgewinde hat, ist problemlos benutzbar. Für wen ist jetzt also diese Matbox geeignet? Ich würde sie auf jeden Fall im semi-professionellen Bereich einordnen. Das liegt daran, dass ihr hier für 99 € wirklich eine sehr gute Matbox mit zwei Einschubfächern und einem sehr leichten Gewicht bekommt. Damit lässt sie sich auch sehr gut an leichten Kamera-Setups oder zum Beispiel auch Gimbal-Setups befestigen. Außerdem ist natürlich noch zu erwähnen, dass ihr mit einer Matbox sehr, sehr professionell aussieht und dass das einfach das ganze Kamera-Setup nochmal ein bisschen wertiger aussehen lässt. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.